Wunderschönen Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Sabino, was hast du dir wieder ausgedacht? Kommt euch der bekannt vor? Ich dachte, wir starten die Woche mit ein bisschen Tanzen. Tanzen macht glücklich und wir sind so ein tolles Team. Kommt drauf an, wer tanzen muss. Ich hab gedacht, ihr drei Boys, unsere Bellachino Boys. Ja, also man hört ja auch schon, mehrere Handys sind hier am Laufen. Es wird hier gepracticed. Suga und Jeffrey, ihr seid schon mittendrin. Ich hab, ach Mann, Alter, ich kann nicht, das stresst mich. Ich hab heute eine Nachricht bekommen von Suga, dass dein Motorbike kaputt ist. Und ich hab gestern noch gesagt, Jungs, keine Ausreden, morgen wird getankt. Oh, Suga is really ready. Look at this belly movement. Alter, seine Hip ist ja richtig am Goen, Alter. Richtig am. So, ich habe natürlich erstmal mit Screen Recording hier das Video runtergeladen. Ich muss mir das im Detail jetzt erstmal anschauen. Rein theoretisch haben wir den perfekten Spot zum Üben. Und zwar oben haben wir den großen Spiegel, damit wir das synchron haben. Das war auch dein Plan, ne? Also das war früher mein Traum, obwohl ich hatte recht schnell so eine große Spiegelwand, muss ich sagen. Ab 15. Ja, Chili, da war ich bei diesen Wurfeln. Schon wieder. Wie hier auch. Hallo, das letzte Mal haben ganz viele geschrieben, die wussten es nicht, okay? Ja, es kommt ja auch immer neue Leute dazu. 12.000 Mal gesagt. Aber es ist gut, Schatz. Es freut mich, dass du so stolz auf diese mit Zeiten erleben bist. Mit 33 muss ich das mal so ein paar Mal, weißt du, ganz dick. Okay, we're ready. Mila hat Knete, wir haben einen großen Spiegel. Dann lass mal schauen, wie wir uns anstellen. Wir haben einen einstündigen Timeslot. Ich bezweifle, dass wir das schaffen. Seid doch Pros. Als würdest du hier so runtergehen. Wow. Wieso sieht. Meine Beine sind einfach nicht dafür gemacht. Die sind so Stelzen. Du brauchst die Milo-Hose gleich. Ja, ja. But I need more energetic. Ja, wait. We need to. But we have to practice. It's like. Yeah, we need that. Wait, we need the chronological order first. But when you do the order, you already make like this. Da, yeah, yeah. Da. Und okay. Die Arme musst du mitmachen. Ich nehme die Arme doch mit. Nein, du machst. But, hä, ich mach so. Also, ja, aber es ist so. Sorry. So, du bist strong. Ja, so. Sabrina, right. Yeah. Never say Sabrina's right. Ganz schlimm hier. No, she's right. Because it's only one side hit, right? Tornado! Okay, ready? Can we do slowly again? Yeah. One time slowly, okay. Turn. Wait, how do you do with the arms? With this one? Like you're rocking. Who is walking like this? Like you're walking. But it's like. Maybe just. But you make it straight. Oh, okay. Sorry. And do it, we go in the. In your knee, in the knees, down, and down. There you go. And down, yes, and down. You can look at him like, oh, you're my boss. Who the fuck are you? Du machst das so für mich, dass du die andeuten, aber nicht richtig die Bewegung ausführen. Was heißt denn ausführen? Ich weiß ja gar nicht, wie man richtig ausführt. Ich denke darüber nach, welchen Schritt ich als nächstes machen muss und dann ist immer schon zu spät. Okay. Guck mal, du kannst auch mit. Wow. Okay. Die Bestellung ist gerade angekommen, aber ich muss sagen, Jungs, ihr habt euch echt richtig gut geschlagen. Das fertige Reel seht ihr natürlich bei Chingong auf dem Instagram-Account. Ich glaube, es ist inzwischen schon online, wenn dieses Video online geht. Ja, ich muss sagen, ist nicht so mein Ding mit diesem Tanzen, aber irgendwie auch mal nice, so über den eigenen Schatten zu springen, aus der Komfortzone raus, liebe Leute. Ihr könnt ja sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Reel findet und ob sie vielleicht noch eine zweite Edition machen soll. Müsst ihr nicht schreiben. An irgendeinem anderen Ort. Weil jetzt sind sie richtig heiß geworden. Jetzt sind wir heiß geworden, jetzt wird nur noch gedanced, Freunde. Eine wir zweite Karriere. Unsere Bestellung angekommen.
bekommen, denn ich habe jetzt das erste Mal bei einem Supplier bestellt. Sonst geht ja Suga immer einkaufen. Quasi hier. Über einen Supermarkt. Jetzt haben wir gerade das Big Game geentert. Naja, aber auch nur ein bisschen bestellt, weil die meisten Sachen wir einfach nicht benutzen. Oder halt frisches Obst, das wollen wir ja immer frisch kaufen. Aber sowas wie Milch zum Beispiel. Wir bezahlen richtig viel Geld hier für Hafermilch. Ist immer noch teuer, aber ist auf jeden Fall günstiger. Wir holen jetzt halt wie auch die ganzen großen Restaurants und Hotelbesitzer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Freshmart so viel dafür bezahlt. Vor allem auf diesen Preis kam übrigens noch mal Watt drauf. Ach echt? Prozent, ja. Und jetzt sind wir wieder beim selben Preis, oder? Ja, also irgendwie roundabout. Auf jeden Fall, Schatz, ich habe Manuka-Honig bestellt. Manuka? Das ist doch ultra teuer, oder nicht? Ja, der war auch teuer, aber ich dachte, ich musste irgendwie noch den Betrag hochmachen, weil du brauchst einen Mindestbetrag zur Bestellung. Und gibst du einfach noch mal ein paar hundert Euro für Honig aus? Du weißt eigentlich... 18 Euro gekostet. 2. Das ist richtig günstig für Manuka-Honig. Schreibt sehr gerne mal in die Kommentare. Das ist aus Neuseeland. Ein Löffel am Tag ist richtig gut fürs Immunsystem. Ehrlich, kennt ihr das? Oder auch wenn du irgendwie Herpes hast, soll Manuka-Honig gut sein. Was, wenn ich Durchfall habe? Einmal auf die Popenze aufstreichen. Spaß. Du weißt, dass wir hinten dann diese wilden Bienen haben, ne? Ja, mit so ultra wahrscheinlich geilem Honig irgendwann in der Zukunft. Chibo-Honig. Ja, von den Chibis. Genau, dann habe ich Olivenöl geholt und ganz viel rote Bohnen. Die zum Beispiel die Hälfte eigentlich Suga jetzt bezahlt hat. Er sagt so zu mir, 25.000 kosten die, ne? Ich guck, 45 hat er bezahlt jetzt. Weil wir haben so ein Essensausgabenbuch really? Und immer für alles, ja, ja. Warte, 45.000 sind 3 Euro. Ja. 3 Euro original für eine? Das ist teuer. Aber die kosten jetzt 25.000. Immer noch teurer als in Deutschland. In Deutschland kostet das wahrscheinlich 99 Cent. Ne? Ja, aber ja, wir haben auch jemanden jetzt quasi geschickt, der in Deutschland diese Bohnen kauft und dann hier herbringt. Ah, das ist Jeffrey's Essen. Ich denke so, was ist hier drin? Und hier komplett für Malz. Sojamilch, Multigrain, Sojamilch. Aber ich dachte, können wir schön unten storen? Wird ja nicht schlecht. Nach dem Manuka-Honig haben wir hier, glaube ich, auch den Titel fürs Video. Und Spaß. Oh, soll ich ja mal ganz kurz die Bienen zeigen? Die Bienen habe ich nur in meiner Story mal gezeigt. Ja, du kannst aber zeigen, wie fleißig die Bienen oben wieder an der Glastür arbeiten. Warum wird gerade an der Glastür gearbeitet, zeige ich euch gleich. Es hat leider nicht so gut funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber erstmal ganz kurz die wilden Bienen. Wenn man es denn schafft, an Peppers Tretminen vorbei, bis hin zu diesem wunderschönen Butterfly-Tree zu kommen, dann sehen wir hier dieses Vogelhäuschen. Eigentlich wollten wir es umhängen in einen anderen Baum, sodass das Vogelhäuschen mehr ersichtlich ist. Beim Umhängen kam dann der Gärtner zu mir, meinte so, wackel nicht zu doll, schau mal, was drin ist. Ein Bienenstock. Oh, kann man das gut erkennen? William meint, die sind extremst selten und wir können uns sehr glücklich schätzen. Wenn die hier Honig anbauen, dann wird der sehr, sehr viel wert sein. Okay, ich hoffe, ich lock die Bienen jetzt nicht an. Also, aber probier mal, ein Löffelchen. Ich habe noch nie Manuka-Honig gegessen. Schmeckt wie normaler Honig. Schmeckt sehr, sehr geil. Aber jetzt stell dir mal vor, wir können hier unseren eigenen Manuka-Honig machen und verkaufen auch so ein kleines Gläschen für 9 Euro. Also normalerweise in Deutschland kostet das viel mehr. Ich glaube, das kostet sowas 50 Euro. Really? Ja, schreibt sehr gerne mal in die Kommentare, wie teuer ist das? Ich weiß, es ist 40, 50 Euro oder sowas bezahlt bei DM. Voll falsch. Aber schmeckt übertrieben lecker. 5,40 Euro. Also ich fühle mich auch gerade schon ein bisschen stärker jetzt. So, jetzt wollte ich euch gerade die fleißigen Bienchen hier oben an der Glastür zeigen, aber es sind alle entflohen. Ich glaube, niemand möchte im Video sein. Wir haben das ganze Ding nochmal auseinandergenommen, aber diesmal an den Türen auch beidseitig. Das heißt, hier quasi die Schiene raus und auch hier auf der anderen Seite diese Scharniere raus. Das Problem ist ganz einfach. Ich habe tatsächlich mit meinem Schwiegervater telefoniert und er meinte so, das kann doch nie angehen, was hast du da gemacht, Schenk? Das ist doch eigentlich eine sichere Nummer. Kleber rein und fertig. Wenn ihr mal hier schaut, dieses Scharnier, wenn du das hier einsetzt, dann haben wir relativ wenig Klebefläche hier außen. Das Loch im Innenraum zwischen Glas und diesen Pinökeln ist so groß, hat viel zu viel Spielraum. So, diesen Kleber, den ich benutzt habe, der wird zwar richtig hart, aber es ist immer noch so ein bisschen Flex drin. Es ist noch so ein bisschen so gummimäßig. Versteht ihr, was ich meine? Und was jetzt gemacht wird, wir hauen da jetzt Baukleber rein. Und das Ding ist halt wie Epoxy. Das Ding wird einfach wie Stein. Und dann wird es gar keinen Spielraum mehr geben. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber wir probieren das aus. So, was haben wir denn hier?
eine geerntete eigene Banane. Die sind auch ziemlich hart, aber die reifen jetzt im abgeschnittenen, hier hängenden Zustand. Und ich glaube, Sabibo macht auch gerade leckeres Bananenbrot, werden wir gleich mal zusammen probieren. So, hier nochmal eine intakte Staude. Hier unten ist die Blüte. Die wächst immer weiter und unter normalen Umständen würde man die irgendwann abkappen. Und diese Blüte kann man für Suppe und so weiter benutzen. Dann haben wir hier noch eine heranwachsende. Und da unten, oh, die müssen wir ernten. Die sind saftig dick. Die sind eigentlich auch schon ready. So, I think we need to harvest a lot more bananas. Wird direkt der Schlechter organisiert. Der wird jetzt die Banane exekutieren. So, werden wir auf den warten? Jetzt sind wir mal ganz kurz. Hier finden auch gerade Arbeiten statt. Der Keller wurde aufgerissen. Weil wir bei verstärkten Regengüssen gesehen haben, dass hier aus dem Abguss extrem viel Wasser hochschießt. Dieses Problem ist tatsächlich entstanden, weil so viel Wasser in das Überlaufbecken des Pools reingelaufen ist, dass das Ausgleichsbecken überlaufen ist und das Wasser nicht schnell genug nach außen hin ablaufen konnte. Das heißt, die mussten jetzt hier eine größere Tube setzen, damit das Wasser halt nicht gegengedrückt und dann aus dem falschen Ausgang wieder rausschießt. Also damit hat hier scheinbar auch keiner gerechnet. Jedenfalls wird das gerade gefixt. Pisangi, tust du dazu das ein? Ist okay? Ready? Ja. Und Button? Ja, und Button eher. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber ready fürs Schneiden. Alter, mein Indonesisch, ey. Das Vokabular, was man sich so angeeignet hat, das schiebt man halt einfach zusammen. Moment. So war das gar nicht geplant. Boah, guckt euch den Saft an. Pisang itu besar. Das liegt daran, ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, dass diese Palmen nur einmal Bananen werfen und danach werden sie entfernt, um mehr Platz zu schaffen für die Folgepflanzen, die halt um diesen Hauptstamm immer drumherum rauswachsen. Finally you're growing. I put this here maybe 6 months ago. Hast du unsere Passion Fruit gesehen? Nein. Die ganze Zeit auch so klein geblieben und jetzt fängt es an zu wachsen. Ja, nochmal ein bisschen positiv. Ja, hat ja nichts mit negativ. Ich bin ja nicht negativ, wenn ich sage, dass sie klein ist. Ist immer noch klein. Hast du denn hier schon gezeigt von unseren Bananen? Ja, hast du gesehen, wir haben gerade die zweite Staude aufgehängt. Cool. Und das Bananenbrot, das wir gerade backen? Ja, das wollte ich, nee. Das kannst du jetzt mal zeigen. Das Sugar läuft gerade so, als würde das Bananenbrot verbrennen. Ja. Oh, it smells... burnt. Incredibly burnt. I love it. Wow. Ja, das machen wir aus so gammeligen Bananen. Das ist gammelig, aber schau mal. Das sind wirklich die besten Bananen für Bananenbrot. Und so schmecken sie halt nicht mehr so geil. Und so können wir sie mal verwenden. Hier werden die Bananen doch schon sehr schnell reifen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Durch die Temperaturen geht das alles um einiges schneller. Aber wollen wir einmal eine Live-Verkostung machen? Klar. Ja, sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das Rezept haben wollt. Wie es euch geschmeckt hat. Weil ich habe wirklich lange gebraucht. Ich habe so viele verschiedene Rezepte ausprobiert und immer war ich nicht zufrieden. Klar, aber der Optimierungsprozess ist halt nötig, damit man Perfektion erreicht. Tatsächlich ist hier jetzt doch noch ein bisschen Zucker drin. Bisschen Zucker? Mhm. Wow, ich dachte, die Bananen sind ultra süß. Ja, das hilft auch, aber trotzdem muss da noch Zucker ran. Also jetzt die ganzen Male, wo ich ohne Zucker ausprobiert habe, war ich halt nicht so... So, Brudi, Kopf in Nacken, Schnacken, Bananen im Kopf. Das ist kein Zucker, ja, denn geil. And we put it like sugar. And you smiling, you understand what I'm saying? For you, Margarita. Oh, who's that? Sugar? I'm just a scared girl, so I'm doing a ladybug. He wasn't good enough for 9 months. Now I'm a superstar, playing on his guitar. Wir müssen alle probieren. Hier. Kannst du selber essen, oder? Oh ja, ich das sah so, du hast dich schon ein ins Gesicht geschoben und ich dachte, der nächste Griff wäre für mich. So, wie ich sehe, ja, also du put Zucker like 100 Gramm. You put 50. I put 40. Oh, okay. The banana already sweet. Ja. Bagus. Bagus sekali. Sempurna. Patenin. Sehr geil. Auch mit dem, was habt ihr da, weißen Sesam drauf gemacht? Mhm. Genau. Banana Bread, voller Erfolg. Great success! So, der ursprüngliche Plan ist jetzt mit Bauschaum zu machen.
wurde tatsächlich wieder aufgehoben und es wurde erstmal Plan B vorgezogen. Wir haben nämlich jetzt den kompletten Innenraum, so wie ich ihn vorhin gezeigt habe, mit Silikon gefüllt und haben noch so, nennen wir es mal Abstandhalter, mit zwischengeschoben. Aber jetzt zu diesem Augenblick sieht es alles sehr gut aus. Es ist alles in der Waage wieder. Die Türen lassen sich öffnen und schließen. Wollen wir jetzt aber nicht machen. Wir haben nämlich jetzt noch hier unten und auch auf dieser Seite noch so unterstützende einfach Sachen drunter geschoben, damit die Türen gehalten werden. Jetzt für ein paar Stunden, damit das alles trocknen kann. Bin mal gespannt, ob dieses zusätzliche Silikon in dem Innenraum jetzt ausreichend Halt bietet, damit diese Tür sich nicht mehr bewegt. Die Jungs, die das gerade gemacht haben, sind sehr zuversichtlich. Kommen morgen nochmal wieder, um zu checken. Sind dann aber auch vor Ort, falls es die nächsten Tage wieder kollabieren sollte. Hoffen wir es nicht. Daumen drücken. Schauen wir doch mal, was hier oben geschaffen wurde. Wenn ich hier einmal rumgehe, sieht es tatsächlich so aus. By the way, unser Internet kommt über diese Antenne hier. Sorry, bisschen windig. Ich muss sagen, sieht gut aus. Aber wie krass bitte innerhalb kürzester Zeit, die paar Tage, wie die ganzen Pflanzen hier oben einfach platt getreten wurden, ne? Klar, geht halt nicht anders. Die Leute müssen hier arbeiten. Aber ist halt einfach alles im Arsch. Scheiße. Tja, hoffen wir mal, dass wir das alles wiederbeleben können. Im letzten Video hatten wir es schon kurz angesprochen. Die Problematik, dass hier alles krumm und schief gebaut wurde. Und ich möchte es euch ganz kurz zeigen. Wir haben uns dazu entschieden, das Acryldach mitsamt dieser Konstruktion nun endgültig einmal im Level zu bauen, damit es halt auch akkurat abfließt. Jetzt allerdings eröffnet sich etwas, was vorher gedanklich gar nicht zur Debatte stand, denn es entsteht eine Gap. Eine Gap zwischen dem Acryl, leichten Acrylüberhang und der eigentlichen Schürze der Holzseite, die wir hier sowieso grundsätzlich in dem Dach schon mal haben. Und hier sieht man das am allerbesten. Wir haben nämlich um das ganze Haus rum gesehen unterschiedliche Höhen von 15 cm. Schaut euch einmal hier das Metallkonstrukt an. Hier ist es nämlich auf Null an dieser Ecke. Hier. Und wenn wir jetzt nur darüber schauen, hier haben wir eine richtige Gap. Das ist nur die eine Seite und dann geht es halt über einen leichten Durchhänger wieder nach oben und wieder ganz runter auf die Seite durch. Ist dementsprechend alles ein bisschen wobbly. Jetzt entsteht natürlich die Frage, was machen wir mit dieser unterschiedlich größer und kleiner werdenden Gap? Schließen wir das? Lassen wir es offen? Wenn wir es schließen, mit was für einem Material? Nehmen wir dasselbe Holz und schneiden es quasi zurecht? Dann müssten wir jetzt aber erstmal dieses Holz bestellen, draufsetzen, bevor wir das Acryl drüber legen. Vielleicht nehmen wir aber auch ein ganz anderes Material wie Acryl, aber dann sieht das komisch aus, als hätten wir da irgendwie so ein Glas, nichts Halbes, nichts Ganzes. Plastik? Nee, funktioniert alles nicht. Holz wäre das einzig qualitativ Annehmbare, nenne ich es jetzt mal. Falls wir es offen lassen sollten, besteht die eventuelle Möglichkeit, dass mit starkem Wind der Regen auch von dort reinregnet. Aber ist das letzten Endes vielleicht nur so minimal, dass man gar nicht drüber nachdenken muss und denkt so, ist Lachs? Ist es dann vielleicht nur das Aussehen, dass wie wenn du jetzt hier stehst und sagst, ja, ist jetzt nicht hundertprozentig? Gibt es dann Leute, die sagen so, ey, was ist das denn? Könntet ihr halt mit diesem Makel leben? Schreibt das sehr gerne in die Kommentare. Ich glaube, die sind ganz gut im Zeitrahmen. Ich habe auch gerade nochmal mit denen gesprochen, diese 5 Tage, die sie angesprochen hatten. Es geht nur um den äußeren Ring, diese Stahlkonstruktion mit dem Acryl obendrauf. Dafür brauchen sie 5 Tage, dann benötigen sie weitere 10 Tage, um dieses neue Konstrukt für das zweite Level anzufertigen in Matterdam und dann halt eine weitere Woche, um das hier wieder zu installieren. Sprich, sind dann circa 3 Wochen plus, sagen wir mal, Monat. Das hört sich doch ganz vielversprechend an, oder? Drücken wir die Daumen, dass es funktioniert. Morgen wird das Acryl draufgesetzt. Da werden wir euch natürlich auch wieder mitnehmen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, werdet ein Teil von Team Chibo, liebe Leute. Stay positive wie immer. Einmal mehr nötig als weniger. But that makes the life more beautiful, liebe Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Einschalten. Stay positive. Tschüssi.